James Augustine Aloysius Joyce ist das erste von 10 Kindern des Dubliner Steuereintreibers John Joyce. Der begabte Junge besuchte vom 6. bis 10. Lebensjahr ein Jesuitenkolleg im ostirischen Leinster. Nachdem der Vater sich durch die Kritik an der Obrigkeit und Kirche um seine Stellung gebracht hatte, rutschte die Familie in Schulden ab und konnte James Schulgeld nicht mehr bezahlen. Es folgten mehrere Schulwechsel, bis der 16-Jährige am University College Dublin angenommen wurde und dort Französisch und Italienisch studierte. Nach seinem Abschluss begann Joyce ein Medizinstudium in Paris. Allerdings war er mehr an den Attraktionen der Seine-Metropole interessiert als an einer Arztkarriere. 1903 kehrte er nach Hause zurück, weil seine Mutter schwer an Krebs erkrankt war. Auf dem Totenbett flehte sie ihren Sohn vergeblich an, für ihr und sein Seelenheil zu beten. Im nächsten Jahr erlebte er seinen Schicksalstag. Am 16. Juni 1904 traf er die Frau seines Lebens, Nora Barnacle, auf der Straße von Dublin. Aus diesem Grund spielt die gesamte Handlung im Roman Ulysses an diesem Tag. Mit Nora verließ er das ihn beengende Irland und begann ein rastloses Leben auf dem Kontinent, dass das Paar und ihre zwei Kinder von Triest schließlich nach Zürich führte. Nach gescheiterten Versuchen als Stoffhändler britischen Tweed nach Italien zu exportieren oder das erste Kino Irlands zu eröffnen, kam Joyce 1914 mit dem Erzählungsband Dubliner endlich zu literarischem Ansehen. Der Roman Ulysses befestigte seinen Ruhm. Joyce hatte das Manuskript 1918 Virginia Woolf für ihren Verlag Hogarth Press angeboten, doch sie fand den Text zu vulgär, sodass er erst 1922 im Verlag der Pariser Buchhandlung Shakespeare and Company erschien. Die Familie Joyce verbrachte 20 Jahre in Paris, floh nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1940 nach Zürich. Dort starb James Joyce ein Jahr später an einem entzündeten Darmgeschwür. Adeline Virginia Stephen ist die Tochter des angesehenen Historikers Leslie Stephen und dessen Frau. Beide Eheleute waren verwitwet und brachten Kinder aus erster Ehe in die Familie, sodass Virginia und ihre drei Geschwister mit 4 älteren Halbgeschwistern unter einem Dach lebten. Es besteht der Verdacht, dass Virginia von ihren Halbbrüdern Gerald und George missbraucht wurde, was ihre spätere Unfähigkeit erklären würde, eine erotische Beziehung zu Männern zu haben. Der Familienwohnsitz lag im Londoner Stadtteil Kensington. Die intellektuelle und künstlerische Elite der Zeit, wie beispielsweise Alfred Tennyson, Thomas Hardy, Henry James und Edward Burne-Jones, war häufig zu Besuch in Leslie Stephens Salon. Anders als die Brüder, die in Oxford studieren konnten, blieben die Töchter Virginia und Vanessa im Hause und waren darauf angewiesen, sich selbst zu bilden, was Virginia durch exzessives Lesen erreichte. Nach dem frühen Krebstod der Mutter verfiel der Vater in Depressionen. Nach dem Tod des Vaters bezogen die Geschwister Vanessa und Virginia ein Haus im Stadtteil Bloomsbury, das sich zum Mittelpunkt eines intellektuellen Zirkels entwickelte, der Bloomsbury Group. Zu ihnen zählten Virginia und ihre Schwester Vanessa als einzige Frauen, sowie deren künftige Ehemänner Clive Bell und Leonard Woolfe. Dieser hatte gerade seinen Dienst als Kolonialbeamter auf Ceylon quittiert und machte Virginia einen Heiratsantrag, den diese 1912 akzeptierte. 1917 gründete das Ehepaar einen Verlag, Hogarth Press. Dort wurden sorgfältig handgearbeitete Schmuckausgaben moderner Werke herausgegeben, unter anderem Sammlungen der Catherine Mansfield. James Joyce' Roman Ulysses wurde, wie erwähnt, abgelehnt. Mit Anfang 40 beginnt Virginia Woolf ihre eigene Karriere als Romanautorin. Mit Jakobs Zimmer, Mrs. Dalloway, Zum Leuchtturm und Orlando erringt sie Weltruhm, der allerdings überschattet wird von ihren schweren Depressionen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Bombardierung Englands trägt sie ihrer Bedrückung bei. 1941 nahm sie sich das Leben, indem sie sich im Fluss in der Nähe ihres Hauses ertränkte. In ihrem Abschiedsbrief an den Ehemann Leonard heißt es:
Alles, außer der Gewissheit deiner Güte, hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Das Werk, mit dem James Joyce debütierte, ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Dubliner schildert Menschen, die in der irischen Hauptstadt ein unglückliches Leben führen, aber außerstande sind, ihrem Dasein zu entfliehen, sei es durch äußere Zwänge oder Mangel an Entschlossenheit. Die Erzählweise ist konventionell, aber Joyce ist auf der Höhe seiner Zeit im Realismus des beginnenden 20. Jahrhunderts. Zwischen diesem Erstlingswerk und dem Opus Magnum Ulysses steht der Roman Porträt des Künstlers als junger Mann sowie dessen fragmentarischer Vorgänger Stephen der Held. Zusammengenommen bieten diese beiden Texte eine tiefgehende Schilderung der Kindheit, Jugend und Adoleszenz ihres Autors. Er fühlt sich in der traditionellen irischen Gesellschaft beengt und will ihr entfliehen. Doch trägt er sein Irischsein mit in die Fremde. Es wird all seinen Werken den Stempel aufdrücken. Da ist der ewig gekränkte Nationalstolz, eine Folge der jahrhundertelangen Unterjochung durch die Briten. Damit einher geht der religiöse Konflikt. Um sich gegen die protestantische Fremdherrschaft zu wehren, hat sich die irische Bevölkerung uneingeschränkt in die Hände der katholischen Kirche begeben, ein Umstand, den schon Joyce' Vater bitterlich beklagt hat. Der Sohn rechnet literarisch mit dem Nationalismus und der verlogenen Sexualmoral der römischen Kirche ab, was seinen Hang zur Obszönität erklären mag. Im Ulysses zündet er sein ultimatives Feuerwerk. Im Verlauf von 24 Stunden in den Straßen Dublins durchschreitet der Leser alle Aspekte, alle Höhen und Tiefen menschlichen Alltagslebens, eine Irrfahrt wie die des titelgebenden Odysseus, die in den Armen der geliebten Frau endet. Bei dem Gedanken, dass jeder, der hereinkommt, sich einbildet, er sei der Erste, während er doch immer der Letzte einer vorangegangenen Reihe ist, selbst wenn er der Erste einer vorangegangenen Reihe ist, selbst wenn er der Erste einer Nachfolgenden ist, insofern als sich jeder einbildet, der Erste, Letzte, Einzige und Alleinige zu sein, während er doch weder der Erste, noch der Letzte, noch der Einzige und Alleinige ist, in einer Reihe, die im Unendlichen beginnt und ins Unendliche sich fortsetzt. James Joyce erscheint wie ein ewig pubertierender Knabe, ein aufmüffiger Bengel, der unermüdlich Streiche spielt. Virginia Woolf dagegen scheint bereits als alte, weise Frau geboren worden zu sein. In Mrs. Dalloway schwebt sie wie ein Geist über der Geschichte und nimmt abwechselnd die Rolle verschiedener Figuren ein. Übergeleitet wird dieser Wechsel wie beim Filmschnitt mit einem vorbeifahrenden Automobil, einem Flugzeug, das über den Himmel zieht, oder dem allgegenwärtigen Läuten des Big Ben. Die Familienerzählung Zum Leuchtturm lotet im Sekundenstil jeden Moment eines Sommernachmittags aus, in dem eine vielköpfige Familie Urlaub am Meer macht. Das Idyll zeigt allerdings bereits Risse, und der Mittelteil, der zunächst nur eine einzige Nacht zu schildern scheint, überbrückt tatsächlich die Jahre des Ersten Weltkriegs. Im dritten und letzten Teil finden sich der verwitwete Vater und seine beiden inzwischen halbwüchsigen Kinder auf jener Bootsfahrt zum Leuchtturm, die sie zu Lebzeiten der geliebten Mutter planten, aber nicht ausführten. Orlando ist eine verspielte Fantasiebiografie, handelt sie doch von einem Renaissance-Knaben, der sich im Laufe von 350 Jahren englischer Geschichte in eine Frau und schließlich in Virginia Woolfs Freundin Rita Sackville West verwandelt, wie sie zur Zeit der Abfassung des Romans im Jahre 1928 tatsächlich existiert. Virginia Woolfs Erzählton ist leiser und ruhiger als der von Joyce. Die nicht einfache Lektüre bietet aber Szenen, die unvergesslich bleiben. Nichts konnte jenes Bild trüben oder den wogenden Mantel des Schweigens stören, in die sich Woche um Woche in dem leeren Zimmer die niederfallenden Schreie der Vögel, Schiffsgetute, das Gebrumme und Gesumme der Felder, das Gebell eines Hundes hineinverwoben und sie rund ums Haus in Schweigen hüllten. Einmal nur sprang ein Dielenbrett auf dem Treppenabsatz. Einmal, mitten in der Nacht, mit einem Brüllen, mit einem Brechen, wie nach Jahrhunderten der Stille ein Fels sich vom Berg löst und krachend zu Tal poltert.